frohe Weihnachten. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Um mal richtig korrekt zu bleiben, heute ist ja nicht Weihnachten, sondern Heiligabend. Bevor das Video losgeht, ich hoffe, ihr könnt die Zeit mit eurer Familie genießen. Seid gesund, bleibt gesund, bekommt schöne Geschenke, genießt einfach die Zeit. Weihnachten ist ja so die Zeit der Gemeinsamkeit, sodass man so die Zeit zusammen verbringt. Hoffe, ihr könnt schön essen, richtig fett, das ist auch immer ganz wichtig. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch nämlich 10 Weihnachts-TikToks rausgesucht, die zeige ich euch heute. Und sonst ist es ja immer so, wenn ich euch TikToks zeige, ist es irgendwas Dummes, irgendwas Witziges, aber heute... Ne? Nichts Dummes, keine Frauen, heute mal richtig weihnachtlich. Let's go. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Ey, bei Gott, ich würde da gerade so gerne sein, ne? Das fühle ich mega. In der Decke, so richtig Höhle, Netflix schauen, Kekse essen. Oh. Und übrigens, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich habe leider keine Weihnachtsmütze zu Hause. Sonst hätte ich die heute aufgehabt, aber ich habe einen Weihnachtspulli. Ich hoffe, das akzeptiert ihr auch. Ja, warum nicht? Wenn du meine Adresse brauchst, schreib mir bei Instagram. Es ist bald wieder soweit. Weihnachtsstimmung macht sich breit. Auf Geschenke brauchst du nicht hoffen. Der Weihnachtsmann hat's Geld versoffen. Ho, 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 gibt's dies Jahr nicht. Nun den Weihnachtsmann, der grad erbricht. Er hat getauscht all die Geschenke gegen hochprozentige Getränke. Ich wünsche noch ein frohes Fest, owei, owei. Vielleicht kommt er nächstes Jahr vorbei. Bruder? Das ist eine 1 plus mit Sternchen. Also ich bin ja im Deutsch-Leistungskurs und da müssen wir auch Gedichte analysieren und interpretieren. Und das wäre definitiv, ja, richtig weihnachtlich. Finde ich spitze. Ey, ich will das auch. Ich glaube, ich würde das nicht gerne dekorieren, weil es ist, glaube ich, relativ anstrengend. Und die Stromrechnung will ich auch nicht bezahlen. Aber das fühle ich. Das finde ich richtig geil. Ich habe auch in der Nähe, wo ich wohne, da ist auch so eine Straße. Und da steht auch ein Haus. Und da ist immer mega viel geschmückt. Jetzt klar, nicht so wie doll wie in dem TikTok, so mit großen Männchen. Aber richtig viele Lichterketten. Und das finde ich immer mega geil. Richtig auffällig, wenn man da lang fährt im Dunkeln. Richtig schön. Ich finde das richtig, ich glaube, ich selber würde es nicht machen, aber ich feiere es, wenn Leute sich Mühe geben. Das finde ich richtig, richtig geil. Muss ja jetzt auch irgendwie nicht sein. Finde ich witzig und klar, das Ding hat dann 99.000 Likes. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, danach krank zu sein und ob das so richtig krass aussieht. Aber wenn man Bock drauf hat, warum nicht? Ich würde es nicht machen. Ja, was soll ich dazu sagen? Und damit frohe Weihnachten! Nein, ich habe gesagt, heute keine Frauen. Och komm, nö, sowas brauchen wir jetzt auch nicht. Da sehe ich mich auch wieder. Das könnte auch wieder ich sein. Ich will immer gefühlt... Der Baum soll gefühlt größer sein als die komplette Höhe vom Zimmer. Finde ich geil. Würde ich, ja, im Garten und den schmücken. Ja, moin. Erstmal 5 Tage schmücken. Oh Mann. Die wünsche ich einfach einen Freund zu Weihnachten. Das ist voll süß. Das fühle ich aber auch. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist. Ich kann sie überhaupt nicht einschätzen. Aber unfassbar. Aber auch gut vom Weihnachtsmann reagiert, vom Santa Claus. Aber fühle ich. Finde ich voll süß. Und das sehe ich tatsächlich viel bei TikTok, dass sich viele wünschen, so scheiß mal auf Geschenke, sondern ich will jemanden, der mich liebt, eine gut funktionierende Beziehung. Und das fühle ich. Das ist, glaube ich, immer das Beste als irgendwelche Gegenstände. Und damit würde ich tatsächlich das heutige Video auch schon wieder beenden. Bevor ihr abschaltet, halt, stopp! Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr jetzt noch dran seid oder ob ich schon weg bin irgendwie. Genießt die Zeit mit eurer Familie jetzt in den nächsten Tagen. Seid bei Menschen, die ihr liebt, verbringt Zeit mit denen, anstatt 24/7 meine Videos zu gucken. Ich weiß, es fällt euch schwer, da mal nicht reinzuschalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag. Heute 18 Uhr. Denkt dran. Ciao, Freunde. Frohe Weihnachten.